Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall! Meine Freunde, wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Wir sind in... Im Prismania City. Nee, doch, ne? Ja. Doch. Prismania City, genau. Wir haben ja im letzten Part den Orden geholt, stimmt's? Oder habe ich recht? Achso, können wir nicht nachschauen. Doch, ja. Ja, genau. Die Leute hier im Pokécenter haben wir schon mal angeredet, ne? Ja, genau, okay. Ja, dann geht's jetzt direkt weiter, oder? Wir haben ja sonst hier alles erkundet in Prismania City. Ja. Dann geht's jetzt auf in neue Gefilde. Und zwar auf den Fahrradweg hier, links von uns. Hier. Route 16. Aber hey, was haben wir denn hier noch? Ja, ich möchte den Zerschneider einsetzen. Und dann... gehen wir mal hier lang, denn da gibt's noch eine Hütte. Hallöchen. Am Ende des Radwegs ist Fuxania City. Hä? Das ist alles, was du mir zu sagen hast? Hä? Wie scheiße unnötig war das denn jetzt? Ich dachte, wir bekommen was von ihm. What the fuck? Wie unnötig. Okay, dann kämpfe ich halt hier im hohen Gras. Vielleicht treffen wir ja auf einen Schneckmack, das es hier geben soll. Nee, aber Slimer. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch in Ordnung. Ja, ja, können wir auch gebrauchen. Levelball vielleicht? Das wäre vielleicht ganz cool. Einen haben wir. Levelball, ja... Okay, los geht's, Levelball. Sollte ja funktionieren, oder? Ich meine, guck mal. Jawohl, sehr gut. Dann haben wir jetzt unser Slimer, das wir beim letzten Mal auch aus Versehen besiegt haben. Dann haben wir es jetzt. So, Schlamm. Kombiniert man zwei dieser Pokémon, so entstehen völlig neue Arten von Gift. Oha. Das ist krass. Dann sollte man das vielleicht nicht tun. Oh mein Gott, was ist, wenn die sich paaren? Oh mein Gott, okay. So, hier soll es ja scheinbar auch Schneckmark geben. Boah, Ibizak, hey. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Nice. Donnerschlag, meine Freunde. Zack. Ja. Einfach mal besiegt. Egal, ich suche jetzt nicht nach einem Schneckmark. Das passt schon. Slime machen wir jetzt dafür. Huch. Dann gehen wir hier einfach wieder runter und dann darüber. Da geht's, wie gesagt, auf den Fahrradweg. Und da kommen wir dann in die nächste Stadt. So, hallo mein Freund. Bitte was? Ich kann nicht... Der Radweg fängt hier an. Es geht nur bergab, darum ist die Fahrt so erfrischend. Dieses Gefühl kann dir kein Schiff oder Zug vermitteln. Das ist richtig. Fahrradfahren, so richtig schnell, so einen Berg runter. Das ist herrlich, wenn so der Wind einem ins Gesicht peitscht. Nee, ist echt super. So, Radweg. Es geht den ganzen Weg nur bergab. Hier waren früher mal Trainer. Die sind wohl alle weg. Sind sie alle weg, oder? Guck mal hier, ich muss nicht mal was drücken. Ich fahre einfach ganz vorne automatisch nach unten. Wenn ich wieder hoch will, dann ist das hier so ganz anstrengend und schwer. Voll genial gemacht, auf jeden Fall. So, gab's hier... Ja, hier fahre ich nämlich wieder normal schnell. Und ab hier eben so ganz träge, wenn ich wieder hoch will. Echt eine geniale Idee, weil man merkt ja hier nicht, was bergauf und bergab geht. Und dann haben die das echt gut gelöst, so. Finde ich echt super. So, da ist wieder ein Slimer, haben wir ja jetzt schon... Braucht man nicht. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach mal hier treiben. Hui! Da weht der Wind in meine Nase. Ja, weh. Ach, gegen dich kämpfe ich, komm. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Dankeschön. Habe ich geschenkt bekommen. War so eine Werbeaktion. Voll geil. Biker Manuel. Setzt Magma in den Kampf. Hätte ich immer noch gerne.
Donnerschlag, Flamme, los geht's! Jawollstens! Noch ein Magma. Wie sieht denn sonst mein Team aus? Oh. Aha. Ja gut, dann darf Suicune mal ran, ne? In dem Fall. Ach so, Flamme erlernt ja auch irgendwas, ne? Bald. Flammenwurf! Endlich mal. Macht nichts. Hier erstmal ein bisschen Kaskade, dann ist Suicune auf Level 53. Auch schon mal sehr gut. Dum da dum da dum. Ja, ja. 190 KP, sehr gut. So, aber du siehst nicht nur cool... Du siehst... Was? Aber du siehst nicht nur cool aus. Hä? Aber er hat doch jetzt von meinem Fahrrad erstmal geredet. Ich sehe zwar cool aus, bin aber schwacher, also bin ich nicht wirklich cool. Ich muss härter trainieren. Na dann auf. So, da sind wir auch schon unten. Ah, da ist ein Trainer, siehst du? Da ist noch einer. Die ganzen Biker waren damals eigentlich oben. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Na dann. Sind hier Bikes überhaupt erlaubt? Dein Vorderrad ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Fridolin. So, so. Na dann. Hör ich hier draußen schon wieder ein Rasenmäher? Gibt's das auch? Ich glaube ja. Boah, was für schwarze Wolken! Okay, dann kriegen wir gleich wieder ein Unwetter. Oder es zieht vielleicht knapp vorbei, aber da sind so dunkle Wolken draußen gerade. Oha. Glutexo, ne, war das? Ja, passt schon. Dagegen kommen wir schon an. Hier ein bisschen Donnerschlag rein, dann geht es schon. So, wunderbar. Zackeldi, zack. Weg mit dem Teil. So, ich muss jetzt gleich mal Fenster zumachen. Nach der Aufnahme. Weil das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, ihr hört das bestimmt. Das Ding kommt auch näher, glaube ich, oder? Ja, irgendwo in dem Nachbargarten oder keine Ahnung, wird gerade Rasen gemäht. Ja, mach dann mal gleich Fenster zu. Wie gesagt. Oh, schrecklich. So, Level 57. Yay, wir kommen dem Flammenwurf immer näher. Dankeschön, Fridolin. Ah, Bumm und Krach. Bist du die Krach-Bumm-Ente? Huch, das wollte ich ja gar nicht. Aber ich fahre hier halt noch automatisch. Durch rücksichtsloses Fahren passieren viele Unfälle. Bleib locker. Jo. So, jetzt noch schnell nach rechts. So, und dann sind wir hier draußen. Hallöchen. Radweg, ab hier geht's bergauf. Ne, sag mir mal was Neues. So, Route 18. Route 18, Prismania City, Fuxania City. Und da sind wir gleich. Aber wir gehen erstmal noch kurz hier runter. Da ist ein Trainer und da gibt's eine Route mit Pokémon. Das ist ganz wichtig. Aber da ist nur so ein Ibitak. Naja. Donnerschlagflamme, los geht's. Sehr schön. Alles klar. Das wäre das. Und jetzt zu dir, mein Freund. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Ja, das bin ich ja schon, aber da gab's nur so ein blödes Ibitak. Was hast du zu bieten, hä? Na, komm schon. Vogelfänger Frank. Vogelfänger Frank, ja. Frankenstein, ne? Do-du, hä? Auch nicht schlecht. Haben wir das schon? Nee, ne? Haben wir ein Dodo? Ich glaube nicht. So, das war das Erste. Was hast du noch, hä, Frank? Der Frank. Mensch, ja, mei. So, noch ein Dodo. Und wahrscheinlich dann entweder noch eins oder ein Dodri. Ibita könnte auch sein. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen, Mensch, ja. Na, hau raus. Ich sag Dodri. Jawoll! Cooles Pokémon. So, Donnerschlag. Und dann war's das. Und dann kommen wir in Fuxania City an. Yay!
Ach so, ein Trainer ist ja da noch. Yippie! Hä, freust du dich, dass du verloren hast? Da du so stark bist, muss es Spaß machen, gegen dich zu kämpfen. Ich hoff's doch. Dieser Rasenmäher! Es tut mir so leid! Das kann doch nicht sein, Mann. Ach so, der schneidet die Hecken. Es sind sogar zwei. Okay, warum man auch immer zwei braucht für Heckenschneidereien? Naja, in dem Fall. Ja, dann dauert es auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ah je, okay. Ja, dann besiege ich den hier noch. Und dann komme ich in Fuxania City an, dann beende ich den Part und dann mache ich das Fenster zu und ja. Dann geht's weiter. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania City. Schnell ist relativ. Du musst den ganzen scheiß Weg bergauf. Der Aegon mit einem Noctu. Oh, schön. Aber ja, wir können halt immer noch Donnerschlag. Ne? Ist halt der Tod für alle Vögel. Und Fische. Wasser-Pokémon, halt, wollte ich erstmal sagen. Wieso ist eigentlich meine Stimme immer noch so komisch rau und scheiße? Das geht mir richtig auf den Strich. So. Uff, ja, eben. Wenn du kein Fahrrad hast, darfst du die Abkürzung nicht benutzen. Ich habe aber eins, deswegen mach dir da mal keine Sorgen. Oh, meine Stimme wird immer rauer jetzt. Och, das käst mich richtig an. Ich glaube, ich muss mal eine Weile eine Let's Play-Pause machen. So geht es nicht weiter. Aber ich bin doch fast mit Yooka-Laylee durch, Mann. So ein Schrott. Meine Stimme, oh mein Gott, die ist so kratzelig. Nee, echt schrecklich. So, Pokécenter. Hallo, Stimme. Boah, jetzt geht's aber richtig in den Keller. Ja gut, wir sind hier auf jeden Fall jetzt in Fuxania City. Huch! Eine grüne Schwester Joy? Hä? Die waren doch davor nicht grün. Was ist denn jetzt los? Ja, wir heilen Pokémon, danke. Huch, ich habe Nein gedrückt, ich Depp. Waren die davor schon grün? Bin ich jetzt dumm? Moment, hä? Nee? Hatten die davor grüne Haare? Ich spreche jetzt auf jeden Fall mal die Leute hier an. Ich habe mich in der Pokémon-Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Oh, okay. Ich bin Janina. Hokus Pokus Fidibus. Was? Siehst du? Jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Oh, Mann. Die Ninja-Arena mit Nina? Was? Wie hieß sie? Was? Was? Auf jeden Fall die Ninja-Arena und alle Namen ahmen sie nach, ja? So eine Art Schattendoppelgänger und so. Janina, Janina, ne? Ja, genau, Janina. Die, ich glaube, Tochter von Koga. Ne? Ja, genau, die Tochter von Koga. Und Koga ist ja jetzt hier, der Top 4. Leiter, also halt, ne, der ist ja in der Top 4. Und ja. Okay, dann. Okay, dich noch? Hey, du hast einen völlig neuen Pokédex. Hat Professor Eich dir den gegeben? Ja, in der Tat. So, und ich mache jetzt hier ein Päuschen. Ich beende jetzt den Part. Ich muss mir jetzt irgendwas wegen meiner Stimme überlegen. Weil so geht es nicht weiter. Okay. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Anschluss noch weiter aufnehme mit der Stimme. Aber, naja. Okay, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer GameTricks.